4 Make-up-Produkte in 1. Das hört sich gut an. Hallo und willkommen in meinem Kanal. In dieser Serie probiere ich verschiedene Make-up-Produkte aus. Heute ist diese Grundierung dran. Seid ihr gespannt? Dann bleibt dran! Das ist der Maybelline Insta Perfector 4 in 1 Make-up. Was sagt Maybelline über das Produkt? 4 Produkte in einer Tube. Primer, Concealer, BB Cream und Puder. Es wirkt porenverfeinernd, deckt dunkle Schatten und Hautunebenmäßigkeiten zuverlässig an. Gleicht den Hautton aus und verleiht einen natürlich ebenmäßigen Tint. Die Deckkraft ist aufbaubar, die Formel ist vegan, die Pigmente passen dem Hautton an. Super leicht und schnell in der Anwendung. Alles in nur einem Schritt. Was testen wir heute? Die Anwendung. Wir testen, ob es wirklich so einfach und schnell geht. Wie es sich an der Haut anfühlt, wie die Deckkraft ist und wie es sich laufend des Tages verhält. Ich werde ein paar Updates machen, um das zu kontrollieren. Ich vergesse es fast immer zu sagen, ich habe normale Haut. In der T-Zone bin ich ein bisschen ölig, aber ich habe keine trockenen Stellen, auch keine zu große Poren. Gerade habe ich nur Skincare an und Sonnenschutz. Als Make-up habe ich schon Concealer an. Die Augen sind halb geschminkt und die Augenbrauen. Also es kommt wie gesagt in eine Tube. Es sind 30 ml da drin. Die Textur ist wie ein Mousse. Es sieht so schaumig aus. Ich habe die Farbe 1 Light Clear. Ich glaube, es ist ein Tick zu hell. Aber ich kann es später mit Bronzer und Rouge anpassen. Es fühlt sich sehr weich an, wie ein Primer eigentlich. Es deckt nicht viel, das sehe ich gerade. Also ich sehe meine Rotungen durch. Ich sehe es fast gleich, also ich sehe nur hier ein bisschen heller. Aber so ebenmäßig sieht es nicht aus, oder? Ein bisschen zu hell. Ich finde auch, es ist ein bisschen schwer zu verteilen, weil gerade sehe ich so komische Stellen. Und wenn ich das verteile, habe ich das Gefühl, es bleiben Streifen. Okay, es hat ein Matt-Finish. Passt gar nicht mit dem Concealer, weil der Concealer ist ja so feuchtigkeitsspendend. Es ist immer noch nicht richtig verteilt, seht ihr hier? Das geht ja gar nicht mehr weg. Das bleibt so wie eine Streife hier, seht ihr das? Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht trockene Stellen, wo ich gar keine habe. Also mein ganzen Stirn sieht trocken aus. Es sieht wie eine Maske aus. Ja, es hat die Haut ebenmäßig gemacht, aber es hat keinen natürlichen Finish. Es hat so wie einen Maskeneffekt. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es macht so trockene Stellen. Da und hier auch. Es markiert absolut alles, aber es hat so ein Filterfinish. Also jetzt für Video oder Foto sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich mich anschaue. Gut, aber wir wollten noch testen, ob das aufbaubar ist. Zweite Schicht. Seht ihr, was ich meine? Also es verteilt sich nicht ebenmäßig. Sehr, sehr komisch. Seht ihr, wie viele Streifen ich habe? Immer noch. Oh, es fühlt sich schwer an, als hätte ich eine Maske an. Also, Primer, ja. Puder, würde ich sagen, auch ja. Also, es hat diesen Matt-Finish. Von der Deckkraft, also als Concealer, ich denke, es deckt nicht viel, weil ich habe schon Concealer an. Ich mache, sieht man meine Vene durch. Hat schon abgedeckt, leicht. Also ich sehe meine Vene noch durch. Okay, ich versuche jetzt meinen Look zu retten. Wir sehen uns gleich. Und das ist mein final Look. Also zu der Grundierung. Ich konnte mein Make-up irgendwie retten mit viel Bronzer und Rouge. Und ein bisschen Highlighter.
Jetzt sieht nicht mehr mattend aus, auch mit dem Setting Spray. Das hat ein bisschen Feuchtigkeit gegeben. Ich weiß nicht, ob man das in Kamera sieht. An dieser Stelle sieht es sehr komisch aus. Es sieht ausgetrocknet aus. Hier und hier ist gar kein Produkt. An meiner Nase sieht auch ganz komisch aus. Wie ich schon gesagt habe, ich habe keine trockene Haut, sondern normale Haut. Und diese rundherum macht mich voll trocken. Alles, was glänzt, habe ich später aufgetragen, weil es war wirklich so ein Maskeneffekt, ganz, ganz matt, gar nicht natürlich. Es fühlt sich auch schwer an. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das matten bleibt. Also, dann würde ich sagen, bis später. 6 Stunden sind vergangen, als ich meine Grundierung aufgetragen habe. Und so sieht es aus. Also ich muss sagen, bis jetzt hat sich matt gehalten. Von weit weg sieht aus, als hätte ich einen Filter. Es hat meine Poren schon minimiert, aber wenn man nah schaut und vor allem mit Tageslicht, sieht man diese trockenen Stellen. Also hier sieht man, dass ich gar kein Produkt mehr drauf habe und hier sieht es ganz trocken aus. Wenn ich mein Gesicht anfasse, ist es sehr weich. Hier habe ich kein Produkt mehr. Hier auch kein Produkt. Also wir sehen uns später nochmal für den letzten Update. Mehr als 10 Stunden sind vergangen, als ich mich geschminkt habe. Und so sieht meine Grundierung aus. Also, ich habe laufend des Tages nicht mehr aufgepudert. Ich finde, meine Haut sieht gar nicht fettig aus. Vielleicht nur ganz ein bisschen hier. Aber ich sehe von ganz nah, da wo ich glänze, sind die Stellen, wo ich gar kein Produkt mehr drauf habe. Also da, hier, vor allem da in der Mitte. Und hier habe ich auch kein Produkt mehr. An meiner Nase auch nicht. Also überall, wo ich glänze. Und mein Urteil ist, positive Sachen, also die Idee von 4 Produkten in 1 ist wirklich klasse. Es geht ziemlich schnell, es verfeinert die Poren schon, mattiert die Haut den ganzen Tag. Es ist günstig, man findet es in der Drogerie ganz einfach. Für Frauen, die sehr beschäftigt sind, ist das vielleicht eine Option. Aber bitte aufpassen, was ihr für einen Hauttipp habt. Negative Sachen, die Anwendung war nicht so einfach. Ich habe das Produkt einmassiert und dann habe ich immer Flecken bekommen. Es ist nicht für alle Hauttypen geeignet. Ich habe normale Haut und es hat meine Haut total trocken gemacht. Es sah schrecklich aus. Also trockene Haut, normale Haut, bei fettiger Haut, ihr könnt es ausprobieren. Gerne schreibt mir in die Kommentare eure Erfahrungen, das würde mich sehr interessieren. Es gibt nicht so viele Farben. Ja, es passt sich schon an den Hautton an, aber trotzdem, ich hatte die Nummer 1 und es war ein bisschen zu hell und es hat sich nicht ganz angepasst. Und Nummer 2 wäre schon zu dunkel für mich gewesen. Laufend des Tages habe ich Stellen bekommen, wo ich gar kein Produkt mehr drauf hatte. Also das ist etwas, was ihr ausprobieren sollt. Ganz und alles finde ich diesen Produkt für mich selber nicht so gut. Ich würde diese Grundierung gar nicht empfehlen. Aber jede Haut ist anders. Und mein letzter Urteil ist, ich gebe dieser Grundierung 2 von 5 Sternen. Ich hoffe, diese Information kann euch weiterhelfen. Wenn das Video euch gefallen hat, vergisst nicht zu abonnieren und ein Like. Bis zum nächsten Mal.